Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und diesmal sogar wieder der Crew 2. Alter, es ist doch mega nice eigentlich. Auch für euch da draußen. Eigentlich sollte ja am Samstag Forza Horizon 4 kommen, aber wegen technischen Problemen musste ich das Video, was eigentlich heute kommen soll, auf Samstag verschieben. Das heißt, am Samstag kam jetzt der Crew 2. Wenn ihr euch das Video noch nicht angeschaut habt, dann müsst ihr euch das auf jeden Fall anschauen, weil wir haben uns hier den ganz normalen Volkswagen Beetle gekauft aus dem Jahr 1967. Und heute kaufen wir uns das gleiche Auto eigentlich noch einmal, aber in der KH Kai-Edition. Und ey Leute, der Wagen sieht doch jetzt schon mega fett aus. Kostet natürlich um einiges mehr. Fast 500.000 und genauso viel Geld habe ich jetzt auch gespart, um dieses Auto kaufen zu können. Und ja, so ein Käfer. Der wurde im Produktionszeitraum 1938 bis 2003 hergestellt. Und ja, hier haben wir ihn einfach. Alter Schwede, gut, das Wetter passt gerade nicht zu dem, was man eigentlich mit diesem Auto macht oder wo man damit hinfährt, weil eigentlich muss das Auto direkt an den Strand. Und das werden wir gleich auf jeden Fall machen. Wir werden mit diesem Auto auf jeden Fall zum Strand fahren. Ich würde mal sagen, wir kaufen uns den erstmal. Okay, Bundle machen wir. Perfekt. Und ja, wir lassen es auch einfach so. Ich würde echt gar nichts mehr im Auto machen. Man kann auch nichts mehr im Auto machen wahrscheinlich. Und jetzt wird der Wagen erstmal gekauft. Auf jeden Fall. Ist dieser Käfer in der Klasse in der unteren Mittelklasse und ja, er hat einen Viertakter oder einen Vierzylinder Motor drinnen und ja, hat Ottomotor mit 1,1 bis 1,6 Liter drin und ich würde sagen, wir fahren den einfach, oder? Natürlich, das Wetter ist nicht so toll, aber wir werden uns noch eine coole Route hier auf der Karte aussuchen. Beim letzten Mal hatten wir auch eine echt ganz, ganz coole Route. Und ich bin jetzt mal gespannt, wo kann man denn hier cool rumcruisen? Eigentlich würde ich das gerne wieder an der Küste machen, weil das letzte Mal war es auch an der Küste eigentlich mega nice. Ich würde sagen, wir fahren hier hin, Leute. Und wir sehen uns gleich, vielleicht auch wenn das Wetter ein bisschen was besser ist. Bis gleich. Leute, guckt euch mal an, wie geil das Wetter hier ist, gerade mit dem Sonnenaufgang. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt auch mit dem Sonnenaufgang hier los, mit dem vierzylindrigen Boxermotor. Und dieser VW ist der VW Typ 1. Und ja, man merkt, das Auto ist etwas älter. Wie schon gesagt, 1938 bis 2003 war die Produktionszeit. Das heißt, im Jahr, wo ich geboren bin, war dieses Auto im Verkauf wahrscheinlich, ne? So wie ich es jetzt verstanden habe. Natürlich hat das Auto hier auch einen Heckantrieb und ja, ich lese hier gerade alles schön ab. Nein, natürlich nicht, Leute, ein bisschen informiert. Informieren soll man sich natürlich, aber natürlich ein paar Infos kann man natürlich nochmal aus dem Internet ziehen. Dank Wikipedia ist es ja auch möglich und ich weiß ja jetzt auch nicht alles auswendig, ne? Aber ich glaube, das ist ja normal. So, wir haben uns heute hier wieder eine ganz, ganz coole Strecke ausgesucht. Und schaut euch das mal an. Leute, ist das Wetter nicht wieder geil oder geil? Alter, wir sehen hier auf den Grand Canyon und diese ganze Wüste. Und ja, Digga, es wird einfach wieder eine ganz, ganz schöne Fahrt hier. Wir fahren wieder ein bisschen rum mit dem Auto. Was mir direkt aufgefallen ist zum anderen Beetle, er hier hat einen ganz, ganz anderen Sound. Ganz andere Soundanlage, auch etwas mehr getuned wahrscheinlich auch. Hat auch wahrscheinlich mehr Gänge, warte mal, 3, 4, ja, bis 6 Gänge, also krass, krass, krass. Der andere hatte ja nur, war das 3 oder 4? Ich glaube, der andere hat 4 Gänge gehabt, ne, so viel ich weiß, ja. Und man merkt, ich finde das so richtig geil. Jetzt guck mal, hinten ist ein Koffer, oben Surfboard, so eine Ente, nochmal so ein Gepäck. Das ist ja mega nice, also das gibt einem wirklich sehr, sehr schönes Sommerfeeling und ich finde, das ist auch einfach mal ein Auto, was man nicht jeden Tag auf der Straße sieht einfach, ne? Und jetzt können wir hier auch mal Gas geben und merkt ihr, gut, da kommt ja auch mal ordentlich auf Trieb, ne? Also wir sind jetzt bei 200 km/h und es macht Spaß, dass hier gleich die Fracht nicht runterfällt. Darauf muss ich mich jetzt einfach mal verlassen. Ah, da wird schon hoffentlich nichts passieren. Alter Schwede, 230. Alter Schwede, ich wollte eigentlich nur chillig hier in den Sonnenaufgang fahren. Wow, erstmal nochmal so ein Reh mitnehmen, perfekt. Kann man ja mal machen. So, Alter, wunderschönes Auto wieder. Die Farbe, es ist, glaube ich, Miami Blue wahrscheinlich. Kann ich mir jetzt einfach nicht anders vorstellen. Sonst würde ich noch so Türkis sagen. Ich glaube, beides trifft zu. Aber der Motorsound, hört mal genau hin, Leute. Ich mache mal ein bisschen hochtouriger. Da, dritter Gang.
Er ist nice, Alter. Und ich habe auch eigentlich T-Shirt-Farbe nicht ganz genauso, aber ich habe es ein bisschen angepasst, Leute. Die passt ein bisschen, ja? Ein ganz, 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 ganz kleines wenig passt die. So. Alter, auch wieder eine richtig geile Location. Uiuiui. Ah, Bremslichter. Eigentlich, das Auto ist ja genau das gleiche wie der Beetle, sondern wie der andere, den wir am Samstag getestet haben. Wenn euch das Video noch nicht angeschaut habt, tut es einfach. Weil eigentlich ist ja das nur noch eine Modifikation von dem Auto. Und wir gehen mal in den Innenraum, ob es genau. Wahrscheinlich wird da auch nichts anderes sein, oder? Genau, wie beim letzten Mal, glaube ich, oder? Ja, wie beim letzten Mal ist das Tacho vor uns rechts dann. Hier. Dieselverbrauch wahrscheinlich. Oder ist doch Diesel, ne? Safe Diesel. Safe. So. Und dann geben wir Gas. Und natürlich das Radio. So. Uiuiui. Ey, es macht Spaß, Alter. Wieder so ein kleiner Tucker-Truck, wisst ihr? So will man doch in den Urlaub fahren, Alter. So stelle ich mir das auch vor. Vielleicht war das ja auch wirklich so. In den 19. Hier 2000, ne? Um den Dreh 2000 kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass Leute echt so in den Urlaub gefahren sind. Natürlich in Deutschland etwas schwer, einen Urlaub zu machen. Und was ist das da rechts? Das habe ich mich gefragt. Ist das irgendwie viel Luft oder was macht? Ist das so eine Klimaanlage? Kann das sein? Safe, oder? Diese, was, weil ich habe erst überlegt, was kann das denn sein? Wahrscheinlich hat das ja was mit Luft zu tun. Und dann kann ich daraus nur schließen, dass es vielleicht eine Klimaanlage ist. Ja, mega nice. Also es ist wirklich ein Summer Edition eigentlich, ne? Von dem Käfer eine Summer Edition einfach. Aber die Farbe steht im Auto wirklich gut. Das letzte Mal hatten wir ja sehr helles und grelles Gelb. Jetzt dieses Türkis oder Miami Blue. Ja, kann man, hey, finde ich mega nice. Guck mal, hier auf der Autobahn mit 270, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja wirklich gar kein Problem hier. Hört sich sehr geschmeidig natürlich wieder. Und für 500.000 so ein Oldtimer-Klassik-Auto zu kaufen, ist natürlich ordentlich viel Geld. Ich glaube, du kriegst auch für das Geld, was weiß ich, Mercedes, BMW und auch weitere Autos, die natürlich viel moderner sind. Aber ich glaube, hier bezahlt man auf jeden Fall für den Look, für die Älte und einfach so eine Art Oldtimer, ne? Also Oldtimer sind sowieso teurer. Aber ja, finde ich mega nice, dass sie das hier jetzt auch reingemacht haben. Diese Edition gibt es auch nicht in Real Life. Also es ist jetzt wirklich nur in der Q2 so drin. Schreibt mal rein, ob ihr euch diesen Wagen kaufen würdet oder ob ihr euch den gekauft habt und wie ihr den so findet. Und ob ihr den, ja gut, man merkt schon, das ist kein Auto, mit dem man jetzt so geile Rennen fahren kann und der schnellste sein wird. Aber zum Rumcruisen ist das Auto eine 10 von 10. Da kann man nichts sagen. So am Strand, wisst ihr, so in Miami, Los Angeles, San Francisco, die ganze Küste hochfahren. Ey, es macht doch mega Bock. Ja, also ich kann mich nicht beschweren und ich würde gerne mal so ein Auto fahren. Also ich würde liebend gerne auch selber einen Oldtimer besitzen. Ob es jetzt ein Käfer ist, wollen würde, ich kann nicht mehr reden. Ob ich jetzt als Oldtimer einen Käfer haben wollen würde, ist das richtig? Ich glaube, grammatisch ist das auf jeden Fall nicht korrekt. Ich würde, glaube ich, keinen Käfer als Oldtimer besitzen. So, boom, Alter, jetzt habe ich's. Deutsch 2, Leute, Deutsch 2. Da kommt es, Leute. Ich bin seit eineinhalb Monaten nicht mehr in der Schule und direkt, ich muss wieder zur Schule, Mann. Und bald fängt ja auch schon die Ausbildung an. In genau 2 Wochen sogar. Auf den Montag genau, glaube ich, ne? Genau, ja. Genau 2 Wochen. Alter, nein, Mann. Dann geht's richtig los. Und dann geht's richtig los, Alter. Und nochmal zur Info, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr Hashtag Flobby Army in die Kommentare schreiben. Und im nächsten Video, ja, wird ihr dann hier einmal angezeigt. Und ich bedanke mich immer. Das sind die coolen Supporter. Und ich möchte euch ein bisschen lieber da lassen. Und namentliche Erwähnung vielleicht auch noch. Ne? Cooler Support, danke. Natürlich könnt ihr auch Kanalmitglied werden. Aber weil die meisten unter 18 sind, müsst ihr das natürlich nicht tun. Aber ihr bezahlt für ein Tier 1 Sub, nenne ich das jetzt einfach mal. Upsi. 99 Cent. Ihr könnt, also wenn ihr jetzt in 15 Euro Google oder Google hier Google Play Guthaben habt,
Ihr könnt ein Jahr und 3 Monate mich supporten und habt Vorteile auf meinem Kanal. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Oder ihr könnt direkt übertreiben. Mit 5 Euro pro Monat ist natürlich ordentlich viel, ne? Also, wenn ihr mal 5 mal 12 rechnet und dann noch ein bisschen was. Es ist viel Geld, ne? Aber ich zwinge euch ja nicht dazu und das müsst ihr auch wirklich nicht tun. Aber da gibt es natürlich heftige Vorteile. So, ob sich das lohnt, keine Frage, aber es ist einfach trotzdem viel Geld. Das darf man nie vergessen, das darf man nie vergessen, Leute. Geht sparsam um, kauft euch damit lieber ein Eis oder schenkt das irgendwem oder macht damit Geschenke für eure Geschwister, Eltern oder so. Das ist natürlich viel besser als jetzt irgendwen hier zu supporten auf YouTube. Aber natürlich wäre das Support. Viele haben nicht abonniert von euch da draußen. Oh, krass, Alter. Oh, gehen die Schranken. Die Schranken geht zu. Bin ich jetzt durch die durch? Warte mal. Gehen die Schranken. Alter, ich bin da durchgefahren. Kann man da durchfahren? Ja, ach so. Alles klar. Jetzt blöse ich nicht mehr, ne? Ja. Uff, da kommt der Zug. Alter Schwede. Noch gerade so durchgekommen irgendwie. Oder durchgebackt. War das jetzt gebackt oder nicht? Ich kann das mir jetzt nicht genau zusammenreimen. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte jetzt auch, guck mal, da sieht man die Skyline hinten. Eigentlich noch Richtung Miami fahren. Ist jetzt noch ein bisschen was entfernt. Da werden wir auf jeden Fall Urlaub machen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Am Mittwoch-Video. Video. Leute. Und ja, da wird wahrscheinlich ein Real-Life-Video kommen. Was genau, weiß ich nicht. Es ist ja jetzt alles ein bisschen spontan. Auch wegen, ich mache ja gerade meine Theorieprüfung oder würde sie dann in dieser Woche noch machen. Oder mindestens die Testprüfung in dieser Woche und in der nächsten Woche dann die Theorieprüfung. Das heißt, ich muss da viel lernen, viele Prüfungssimulationen machen. Und da bringt mir auch das Rennspiel nicht. Ich muss leider nicht in die Q2 oder Forza Horizon lernen. Das wäre auch viel zu lit, viel zu nice. Aber erstmal Theorie fertig und dann geht's ans Praktische. Und darauf freue ich mich natürlich mega. Am 8.8. habe ich Geburtstag, da werde ich 17. Das heißt, ab da darf ich dann auch wirklich Auto fahren. Natürlich nur. Erlaub, ich darf natürlich nur Auto fahren, wenn ich meinen praktischen Führerschein mache. Sonst natürlich noch nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Und einfach mal die Daumen drücken, das würde mich schon mega freuen. Und ich werde das natürlich schaffen. Auch wenn ich jetzt die letzten Prüfungssimulationen ja fast alle verkackt habe. Außer eine. Yeah, man darf ja 10 Fehlerpunkte haben. Und jetzt denkt ihr euch, okay, 10 Fragen falsch beantworten bei 30 Fragen insgesamt. Nein, Leute, eine Frage sind immer meistens 3 Antwortmöglichkeiten. Davon kann eine, zwei oder alle drei richtig sein. Und auch wenn alle drei richtig waren, aber du nur 2 davon angekreuzt hast, dann hast du 5 Fehlerpunkte. Manche Aufgaben haben 5 Punkte, manche haben 3 und manche haben 2, glaube ich. Oder gibt es auch 1-Punkt-Aufgaben? Ich weiß es nicht. Das heißt, du darfst eigentlich nur 2 Fragen oder 2 Sachen nicht angekreuzt haben. Und du bist einfach durchgefallen. Also es ist schon etwas strenger, aber ich schaffe das. Ob es jetzt beim ersten Mal ist, natürlich wäre das toll, weil das ist natürlich ordentlich viel Geld, was man immer ausgibt für den Führerschein. Aber das wird kein Problem und irgendwann mal werde ich auch mit so einem Oldtimer fahren und nicht nur in der Q2, sondern auch in Real Life. Aber das war es erstmal von diesem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. 2 Videos einfach hintereinander der Q2. Ist auch mal was ganz Neues. Ich glaube, viele von euch finden das natürlich mega cool. Ja. Wie es einfach krass ist. Es ist hier Mittwoch kommt ein Real-Life-Video und am Samstag kommt wieder Forza. Das Video, was jetzt irgendwie fehlgeschlagen ist, werde ich dann nochmal nachholen. Das heißt, ihr habt komplett eigentlich eine Rennszene jetzt in letzter Zeit, ne? Die ganze Zeit nur Rennspiele, aber dann darauf die Woche hoffe ich auf ein bisschen mehr Abwechslung. Aber Leute, das war's von diesem Video. Habt noch einen schönen Tag. Eigentlich habe ich schon das gesagt, vor 5 Minuten habe ich schon gesagt, das war's mit diesem Video. Hab aber noch 30 Minuten weitergeredet. Ja, moin. Ja, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Ich fahre jetzt hier noch schön nach Miami. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.